Yo, Leute, ich bin's mal wieder, euer Roman Romanski. Ihr wisst Bescheid, es ist Livestream-Zeit. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Was läuft, was läuft, was läuft? Das ist der Jahrmarkt. Let's go! Okay. War ein Späßchen, meine werten Damen und Herren. Ich gehe hier mal ein bisschen von der Musik runter, sodass ihr die Wobblies Live-Musik nicht zu sehr laut habt. Ich bin wieder da! Mit meiner neuen Frisur, vielen lieben Dank. Meine werten Damen und Herren, ich bin's, der strubbelige Hund. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade, guck mal, mein Mikrofon ist viel zu leicht. Das quietscht zu sehr. Naja, egal. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe gerade noch einen Rülpser in mir sitzen. Ich habe nämlich gerade die perfekte Entscheidung getroffen, ne? Und vor dem Livestream noch mal ein bisschen schön sprudeliges Wasser geduckt. Oh, da ist er gekommen. Okay, jetzt ist das Problem behoben. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, kein Sprudelwasser in den Livestream mitzunehmen, weil sonst kommen da die Rülpser einfach so ohne jegliche Vorwarnung raus. So, wir haben hier erstmal ein Mitglied reinbekommen, gleich zum Start. Das erste Mitglied heute ist Larissa Zuhl. Vielen lieben Dank, cooler Name. Danke, dass du Mitglied geworden bist. Und heute können wir uns tatsächlich an das dran setzen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Jetzt kurze Frage, Leute. Wisst ihr noch ganz genau, welches Geschenk das letzte war, was wir hatten? Ich habe hier nämlich die Liste wieder aufgemacht. Letzte Woche hatten wir gesammelt. Und heute gibt es noch mal ein paar weitere zu sammeln, um insgesamt zu sein. So circa noch so 30 Stück können wir aber safe schaffen, ne? Wenn wir in einem gesunden Tempo durchfahren. Ich guck mal wieder, ob meine Shortcuts hier passen. Und dann können wir gleich loslegen. Wie ihr seht, Dr. Auge ist schon richtig heiß. Der ist richtig heiß, Leute. Roman, ich habe dein Buch. Das neue? Nein. Oh, was? Nein. Das neue dürfte, glaube ich, noch gar nicht draußen sein. Aber jetzt kleiner Tipp an die Superfans da draußen. Ich sag's zwar nicht gerne, aber viele Buchhändler sind sehr, sehr unfreundlich und verkaufen das Buch schon vor Release. Warum auch immer. Also das heißt, wenn ihr mal, wenn ihr ganz besonders sein wollt, dann könnt ihr schon jetzt vor, also bevor das Buch überhaupt rauskommt, schon in die Buchläden gehen und schauen. Denn da gibt es nämlich das neue Arisu Comic Adventure 3 vielleicht schon früher im Buchhandel. Müsst ihr mal gucken. Ist öfters so, ich weiß nicht, man kann da auch nichts gegen machen, den Buchleuten ist es auch ein bisschen egal, die sagen, oh, da ist das neue Arisu Comic Adventure, das kommt eigentlich erst in 10 Tagen raus, egal, hier hast du's. Und die verkaufen es einfach dann, wenn es ankommt. Da kann man nichts dran machen, die sind so. Das richtige Buchmafia. Die verkaufen Bücher früher, als sie eigentlich rauskommen, yo. Roman, ich liebe deine Haare, danke, danke. Ich sehe aus wie ein Wischmopp, ein kleiner. Ich versuche mein Bestes, jetzt sehe ich, ich bin sehr strubbelig, ja. Aber ich muss sagen, es ist besser als wenn die Haare so glatt sind, ja. Dieses Glatte ist so ein bisschen stressiger, aber mit Curly-Style ist schon ein bisschen, Curly-Fry-Style, sind die schon ein bisschen besser zu ertragen. So, neues Mitglied, Thorsten Dunse. Danke, du Dunse. Dunse ist so ein cooler Nachname. Der Thorsten Dunse. Danke dir. Danke, Thorsten. Ey, klasse. So, wir haben auf jeden Fall heute noch was vor, Leute. Deswegen, ich kann nicht so viele Sachen auf einmal machen, ne? Wir müssen uns daran halten, hier die guten alten Geschenke zu machen. Ich logge mich schon mal ein. Ist gute alte Solo-Game. Ich muss hier ein paar Geschenke sammeln. Ihr wisst Bescheid, Leute. So wie letztes Mal. Und ich glaube, ich bin mir recht sicher, warte mal, jetzt dürft's kurz laggen, Leute, müsst ihr kurz aufpassen, ne? Das ist in diesem Haus irgendwie immer ein bisschen laggy, aber was soll man da machen? Was soll man denn da machen? Ich weiß nicht warum, aber komischerweise immer hier, wenn man im Haus drin ist, fängt es an zu laggen, warum auch immer. Oh, warte mal, bitte bleiben Sie stehen, bitte bleiben Sie stehen. Oh, Alter, ich wollte ihm das Auto gerade klauen. Also, ich weiß nicht warum, also wir haben dieses Haus hier gekauft und als ich es gekauft habe, hat es angefangen zu laggen, warum auch immer. So, das letzte Geschenk, was wir sozusagen mitnehmen wollten, Leute. Das war letztes Mal im Livestream, haben wir insgesamt über 30 Geschenke, oder? Ja, über 30 Geschenke gesammelt, beziehungsweise wir sind am 31. Geschenk
hängen geblieben, okay? Das heißt, wir müssen uns heute dran machen, die eine Geschenketage, die wir letztes Mal nicht geschafft haben, diesmal zu schaffen. Und ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, wo das letzte Geschenk war, welches ich nicht geschafft habe? Waren da Leute im Livestream dabei, die heute auch wieder dabei sind? Leute, sagt es mir. Wo war das Geschenk, was ich nicht geschafft habe? Könnt ihr euch noch erinnern? Das ist so, so bescheuert gewesen. Ich bin da nämlich 10-mal runtergefallen oder so. Das war so stressig. Beim Hochhaus, genau. Also, auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder in die Stadt. Und ich muss irgendwie wieder an dieses Hochhaus kommen. I don't know. Wir müssen auf jeden Fall an dieses Hochhaus kommen. Das Hochhaus ist tatsächlich das Problematische hier gewesen. Ne? Und wir haben öfters diesen einen Helikopter hier gesucht. Und wir müssen bei diesem Hochhaus jetzt dieses Geschenk bekommen. Und das ist so stressig, so nervig, das zu bekommen. Aber ich schaff's. Heute schaff ich's. Heute bin ich ein freier Mensch. Oh, crazy. Wo ist Lars? Ich weiß nicht, wo Lars ist. Lars nimmt wahrscheinlich gerade auf oder er schläft, so wie immer. Aber Lars kann halt nicht in jedem Livestream dabei sein. Er muss ja seine eigenen Videos auch noch drehen. Könnt ihr ja bei Lars mal vorbeisehen. Da kommen ja auch jeden Tag Videos bei dem Guten. Und da könnt ihr mal schauen, was bei dem so abgeht, ne? Der macht ja jeden Tag Videos. Der kann ja nicht immer bei mir in den Livestreams mit dabei sein. Lars ist ja auch schon so oft genug dabei. So, der ist ja auch bei den Tischvideos dabei. Und wir machen ja auch so immer wöchentlich Videos. Da ist ein Livestream schon auch nochmal viel Zeitaufwand. So, der muss sich ja noch um seine eigenen Videos kümmern. Dürfen wir alle nicht vergessen. Aber obwohl ich ihn natürlich auch gern dabei hätte. So, pass auf. Die Idee ist folgende. Man kann sich hier sozusagen rückwärts... Kerstin Schmidt, danke für dein Mitglied. Da kommt sie vorbeigeflogen. Seht ihr sie? Da ist sie weg. So, die Idee ist jetzt rückwärts. Rückwärts da runter zu laufen, ne? Und uns festzuhalten und das Geschenk zu bekommen. Ganz langsam. So. Und jetzt sozusagen einfach fallen lassen. Das ist so stressig, Mann. Das ist so ultra stressig, da hochzukommen. Wer kommt denn da überhaupt hoch? Mann! Jetzt haben wir wieder nichts zum Dingsen. Mann, das ist so schwierig, da hochzukommen. Ich flieg da immer dran vorbei. Und mit dem Helikopter komme ich da auch nicht drauf. Du musst dich nicht festhalten. Soll ich einfach so runterlaufen und dann einfach nach vorne wieder drücken während dem Flug? Wäre vielleicht eine geniale Idee. Sollten wir mal ausprobieren. Oh, warte mal. Oh Gott, da kann ich ja kein Auto bekommen. Okay, Jetpack? Ja, stimmt. Ich könnte echt das Jetpack nehmen. Wisst ihr was, Leute? Okay. Ich gebe euch diesmal recht. Wir fahren jetzt kurz und ziehen uns kurz um bei unserer Mutter. Mutter! Und ziehen uns kurz ein Jetpack an. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Jetpack ist das Ganze schon echt ein bisschen schwieriger. Weil mit dem Jetpack könnten wir da easy einfach hochfliegen. Aber so muss ich die ganze Zeit... wie so ein richtiger Noob, der die ganze Zeit runterfallen. Aber mit dem Jetpack geht es halt echt viel leichter. So, jetzt müssen wir kurz zu unserer Mutti. Mutti! So, Mutti, da wohnt Mutti. Mutti, ich komme! Alter, da habe ich geparkt. So, Roman, du bist mein Idol. Okay, cool. Ich versuche mein Bestes als Idol. Ich weiß zwar nicht, wie das genau funktioniert, aber es ist cool. Es ist cool, ein Idol zu sein. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich war noch nie davor ein Idol. So, wir ziehen uns kurz den Jetpackeroni an. Wo ist denn der? Da ist der Jetpackeroni und einen coolen passenden Hut. Den Alien-Hut oder den Polizei-Officer-Hut. Die Maske, Weihnachtsmann. Okay, den Krokodil. Okay, ich glaube, ich nehme hierbei am liebsten den Weihnachtsmann, nee, den kleinen, wie heißt das nochmal? Das ist dieser Secret-Hut, dieser kleine Waschbär oder wie auch immer. So, ziehe ich mir nochmal eine passende Hose an, dann sehe ich hier schon wieder ganz nice aus. Okay, mit dem Jetpack sind wir jetzt auf jeden Fall besser ausgestattet und können jetzt auf jeden Fall die Geschenke auch ein bisschen besser bekommen, weil damit kommen wir tatsächlich hoch und können das natürlich alles steuern. So.
Roman, spielst du Rocket League? Nee, leider nicht. Ich muss ganz ehrlich was gestehen. Also an die Leute, die Rocket League nicht kennen, das ist so ein abgefahrenes Fußballspiel, wo du mit kleinen Autos spielst. Das ist mega, mega interessantes Spiel. Aber es gibt zwei Probleme. Erstens, ich bin nicht so gut mit dieser Autosteuerung. Und zweitens, ich bin einfach kein Fußballer, okay? Ich glaube, hier gibt es bestimmt einige Leute, die zusehen, okay? Die denken sich bestimmt, Roman, ich liebe Fußball! Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Schwäche habe, okay, wenn ihr eine Karte von mir hättet, eine Pokémon-Karte, dann würde da draufstehen, Roman ist schwach gegen Fußball. Ich kann kein Fußball. Ich weiß nicht, was Abseits ist. Ich weiß nicht, wie Fußball buchstabiert wird. Ich weiß gar nichts über Fußball, okay? So bin ich drauf. Yo, Random! Willkommen bei Normal. Vielen lieben Dank, dass du Mitglied geworden bist. Merci beaucoup. So. Also, auf jeden Fall, ich bin nicht gut in Fußball. Und da könnt ihr könnt nichts tun dagegen. Das ist normal. Ich war noch nie gut, okay? Und glaubt mir, ich habe sogar schon versucht. Ich habe Fußball sogar gespielt. Ich habe einen Nachbar gehabt, der hat mit mir Fußball gespielt und so. Der hat sich auch immer so richtig Mühe gegeben, mir Fußball beizubringen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich kann das einfach nicht. Ich kann es nicht wirklich. Es ist ein Sport, der mir einfach überhaupt nicht liegt. So, also, mit dem Jetpack kommen wir da jetzt easier hin. So, da ist das Geschenk und das holen wir jetzt ab. So. Juhu! So, damit haben wir uns jetzt Zeit gespart. Okay, das heißt also, damit haben wir jetzt das Geschenk geholt. Und können eigentlich sogar, wenn wir krass sind, uah, Hilfe! Okay, können wir jetzt wieder hier runter und das nächste Geschenk suchen. Denn, es sieht nämlich so aus, ich muss jetzt nochmal gleich einstellen, Leute, dass ihr auch sehen könnt, die ganzen Tutorials, die wir uns da die ganze Zeit ansehen müssen, wo die nächsten Geschenke sind. Die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ne? Auf jeden Fall müssen wir uns zum nächsten Platz, müssen wir uns gleich wieder umkoordinieren. Deswegen gucke ich mal kurz, dass ich euch mit meinem Studio-Modus hier etwas zeigen kann. Oh mein Gott, ist es sogar genauso eingestellt, wie es beim letzten Mal noch war. Hoho! Perfekt, muss ich nichts umstellen. Warte mal, jetzt sind wir hier. Gameplay und jetzt Desktop. Okay, perfekt. Das heißt also, wir können jetzt immer gemeinsam reinsehen. Also, diese Dinger hier, die haben wir gerade eben geholt. Das war dieses eine YouTube-Video, wo der am Ende dann genau dasselbe holt, wie ich es geholt habe, an diesem Haus. Yo, Sim, kannst du mal bitte sagen, was du für einen PC benutzt? Oh, okay. Also, ich habe meinen PC selber zusammengebaut. Danke für die großzügige Spende. Aber ich habe meinen PC selber zusammengebaut. Ich habe auf jeden Fall ein i9-9900K übertaktet drin, eine RTX 280 Ti übertaktet drin und ein paar RAM-Speicher und so ein Kram, eine Wasserkühlung, alles was dazu gehört. Also im Prinzip ist mein PC nicht großartig anders als die, die angeboten werden. Okay, also wir gehen mal hier auf die 32 und checken das mal aus. Die 32, dafür muss man sich dann hier befinden in diesem Bereich da, da gehen wir jetzt mal kurz gleich hin, ne? Dieser Bereich, ups, der Bereich ist dann hier bei diesem Burgerladen, ne? Und von diesem Burgerladen müssen wir gleich irgendwo hin das Geschenk suchen, ne? Wahrscheinlich befindet sich das Geschenk, warte mal, wir gehen mal auf, zu unserem Rocket Car. Das Geschenk befindet sich höchstwahrscheinlich in dieser Dings drin, wie heißt das nochmal, in diesem Krankenhaus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir im Krankenhaus schon alles gefunden hatten, ne? Aber ich gebe mir mal trotzdem Mühe. So, die 32, wir gucken uns mal das Video auch nebenbei an, dann kann ich hier nebenbei gleich mitgehen bei der 32. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Was? What the fish? Guck mal, wie klein dieses Video geworden ist. Dieses Video ist richtig klein geworden. Ah, Auto bleibt mal kurz stehen. So. Was ist mit diesem Video passiert? Warum ist das so klein? Ich kann... Oh mein Gott, ich kann da kaum was sehen. Er geht da rein. Das ist nicht die... Das ist eine andere Station. Das ist seitlich. Geht er da in diesen Fahrstuhl rein? Alter, ist das klein. Ich kann das gar nicht sehen. Er drückt auf jeden Fall den Fahrstuhl. Fährt da dann hoch. Und dann oben angekommen... Geht er links dran um die Ecke, das habe ich noch nicht, das Geschenk. Und dann ist hinten am Tresen ein Geschenk versteckt. Okay. Oh mein Gott, ich war noch nie in diesem Raum drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich darüber halten soll, dass das so klein geworden ist, dieses Bild. Also, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier an dieser Ecke und jetzt müssen wir in dieses Büro reingehen. So, ich glaube, das war dieses hier, oder? Ist es dieses hier gewesen?
Also wir müssen auf jeden Fall hier in der Ecke, da ist Wobbly Bird. Ah, da, das ist es. Rubberband Games. Okay, wir gehen in das Firmengebäude. Okay, wir gehen in das Firmengebäude von den Machern von Wobbly's Life. Und dann hier schön, zack, Rinder, zu das Ding, easy going. Das Geschenk holen wir uns, das habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Das heißt also da, das ist übrigens der Tom. Das ist Tom, der Macher. Dieser Tom hier, der hat Dr. Auge eingebaut ins Spiel. Cool, oder? Das ist richtig cool. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Und dann können wir plutz das Geschenk hier abholen. Wir haben übrigens fast wieder $1000. Okay, das war Geschenk 32. Wir gehen mal wieder nach unten. Ne? Das nächste Geschenk ist nach oben rechts gehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier dahin gehen. Gucken wir mal. Tschüss, Mann mit dicken Augenbrauen. So, dann haben wir auf jeden Fall im Cinema, haben wir ebenfalls noch ein paar Geschenke. Schauen wir mal rein, wo sich da ein Geschenk befindet, indem wir uns das Video davon gleich anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon habe, aber es könnte gut möglich sein, dass ich es habe. Schauen wir mal rein. Ich hoffe mal nur nicht, dass dieses Video zu klein wird. Also, 33. Was muss man da machen? Wahrscheinlich einfach nur... Wo ist es? Ah ja, es ist seitlich einfach dahin gehen. Also hier den Raum lang gehen. Aber das Geschenk habe ich schon. Das ist, wenn man einfach ins Kino geht, dann hat man das. Aber im Kino selber gibt es keine Geschenke mehr. Keine Geschenke. Oh mein Gott, aber man kann sich hier einen Film ansehen. Das wusste ich gar nicht. Hä? Habe ich mir diesen Film jemals angesehen oder habe ich das einfach nur wieder vergessen? Madeleine, Dankeschön. Oh mein Gott, hier gibt es einfach einen Film von Wobbly's Life. Wow, unglaublich, wow, klasse, okay, den Film schauen wir uns irgendwann später an, wenn wir genug Zeit haben. Das war Geschenk 33, Geschenk 33 hatten wir schon, deswegen können wir uns da ganz getrost wieder verpieseln. Dann der nächste ist gleich rechts von dem Krankenhaus, ich denke im Krankenhaus selber drin ist noch ein Geschenk, wir checken das Ganze mal aus. So, wenn man... vorm Krankenhaus drin ist und ins Krankenhaus reingeht, dann fährt man hoch, dann hat man hinten, wenn man ganz durchläuft, immer weiter durchläuft, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon gemacht habe, kann man ganz hinten rechts im Raum anscheinend ein Geschenk finden. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Wir checken es mal aus. Wir gucken mal. Wie viele Geschenke gibt es eigentlich? Östermeister, es gibt insgesamt 70 Geschenke, glaube ich. Wir haben in dem letzten Livestream schon die Hälfte gemacht. Es geht eigentlich recht fix, wenn man sich da konzentriert. Was ich eigentlich gerade versuche zu machen. Aber insgesamt so um die 70 Geschenke. Und dann kriegen wir ein Special Item, was man nur bekommt, wenn man alle Geschenke gefunden hat. Und da versuchen wir uns natürlich zu beeilen. Ne? Deswegen habe ich mir sogar das Jetpack-Item jetzt geholt. Und da ist es! Tatsächlich. Im Operationsraum haben wir tatsächlich ein Geschenk vergessen. Das haben wir jetzt und sind bei $1028. Wuhu! So. 71. Oha, das ist sau viel. Ach, weißt du was? Es gibt einen Spruch, der heißt, die Augen haben Angst vor dieser großen Zahl, aber deine Hände werden es schon machen. Deswegen, lass einfach machen und nicht genau hingucken. So, wir können ja schon mal hier mit dem Fahrstuhl runterfahren und gucken, wo das nächste ist. Das nächste befindet sich tatsächlich in dieser U-Bahn und in der U-Bahn muss man dann sozusagen runterlaufen, die kenne ich ja schon, und dann... auf der linken Seite auf der Toilette befindet sich ganz hinten ein Geschenk. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dieses Geschenk schon mal gesammelt haben mit Lars, aber wir schauen mal rein, okay? Ich bin mir nicht sicher. Also dürfte möglicherweise sein, dass wir dieses Geschenk schon haben oder vielleicht haben wir es einfach wieder in der Aufnahme übersehen. Könnte auch sein. Egal, wir gucken mal rein. Also, oh, jetzt bin ich ohnmächtig geworden. Hör auf zu schreiben! Ja, der Chat ist mal wieder richtig voll, ne? Roman, hast du Zelda Breath of the Wild nochmal durchgespielt? Ja, ich habe es tatsächlich durchgespielt, aber ich habe es nicht komplett gelivestreamt, weil ich faul bin. So, hier sollte eigentlich das Geschenk drin sein. Ist da das Geschenk? Ja, guck mal. Da ist das Geschenk. Da ist das Geschenk. Wow, $100. 57 von 71 Geschenke. So, kommt später wieder eine Mitgliederrunde. Natürlich Chaos Katze. Da, Dankeschön für deine Spende. Vielen lieben Dank, Leute. Ich versuche auf jeden Fall immer in den Chat reinzugucken. Natürlich gibt es später wieder eine Mitgliederrunde. Jeden Livestream am Ende des Livestreams gibt es wieder eine Mitgliederrunde, wo nur Mitglieder schreiben können als Dankeschön, dass sie Mitglieder sind. Damit können wir nochmal ein bisschen entspannter schreiben. Ich versuche nochmal so viele Mitglieder wie möglich zu grüßen und ja,
Da hoffentlich sind da heute wieder viele Mitglieder dabei. Hat ja letztes Mal richtig gut eigentlich funktioniert. Danke Zockerbrot 100, dass du Mitglied geworden bist. Merci beaucoup. So, wir gucken mal rein. Desktop. Wir haben jetzt hier in der Villa links vom Haus, befindet sich hinterm Auto eins. Müssen wir uns das Video, glaube ich, nicht mal ansehen, sondern wir können da direkt hinfahren. Das ist dieses Haus hier oben. Ja, dieses obere schöne Häuschen. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber mit dem Rocket Car geht das eigentlich immer ganz gut. Bum, 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 bum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das haben. Lars hatte ja dieses Haus gekauft gehabt. Aber wir checken das mal aus. Also, hier hinter dem Auto sollte eigentlich ein Geschenk sein. Und das haben wir aber schon. Okay, da müssen wir uns keine Sorgen drum herum machen. Dann gibt es aber noch ein Geschenk. Das befindet sich am oberen Luxushaus. So, kurz hier mit dem Rocket Car wieder dahin fahren. Und zwar in diesem Haus hier befindet sich ebenfalls irgendwo ein Geschenk. Schauen wir mal rein, was der Spielemacher da denn gesagt hat. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Dach oder irgendwo drinne. Ah ja, warte mal, ich glaube, ich sehe es sogar. Ist es einfach nicht hier im Wohnzimmer? Nö. Wir schauen mal rein. Was haben wir da? Desktop. Hier 37, die haben wir noch nicht. Da muss man dann hier ins Haus reingehen. Eingang reingehen, vorne reingehen und dann im rechten Zimmer anscheinend. Aha, okay. Mal gucken, ob wir das im rechten Zimmer schon haben. Wir gucken rein. So. Roman, magst du Harry Potter? Ja, ist eigentlich eine coole Magie-Serie. Guck mal, das Geschenk haben wir auch schon. Okay, das heißt also, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen, ne? Die Toilette haben wir auch schon mal besucht. Okay, Linatia, vielen lieben Dank, dass du Mitglied geworden bist. Merci beaucoup. So, dann haben wir als nächstes Geschenk, was auf der Liste steht, haben wir hier die Nummer 38 in dem nächsten Haus drinne. Das ist hier die Nummer 38 im nächsten... Nein, das Bild ist wieder so klein. Oh, jetzt ist es endlich wieder groß, zum Glück. So, wir schauen mal kurz rein. Man geht da rein, das Ding hier wieder hoch und einfach am Eingang ebenfalls... Ach, auf der Toilette diesmal. Okay, dann schauen wir da einfach ebenfalls mal rein. Das heißt also, drittes Haus, einfach da vorne. Und Abfahrt! Tokimoki, vielen lieben Dank, dass du Mitglied geworden bist. Cooler Name, Tokimoki. Das ist echt ein cooler Name. So, das Rocket Car ist immer so laut, gell? So, hier in der Toilette sollte ebenfalls ein Geschenk drin sein. Ja, das haben wir noch nicht. So, 58 von 71 Geschenken. So, ah, Mist, mir ist aufgefallen, dass meine Facecam über dem Overlay von den Geschenken und dem Geld liegt. Dann könnt ihr das Geld und die Geschenke gar nicht sehen. Leute, Daniela Simic, vielen lieben Dank für dein Abonnement. Dann können wir später in die Mitgliederrunde reingehen. Übrigens, alle Mitglieder, vergesst nicht, ihr habt Special Emotes. Das heißt, ihr habt Aerosol Emotes. Wir arbeiten noch an neuen Emotes, damit ihr euch darauf freuen könnt. Wir können hier schon mal zum nächsten Halt fahren. Und zwar ist nämlich hier an der Zughaltestelle. Befindet sich ebenfalls noch ein Geschenk, was wir, glaube ich, vielleicht noch nicht haben. Ne? Auf jeden Fall vielen lieben Dank an alle Mitglieder. Ihr seid echt die Besten. Dankeschön. Die Mitgliederrunde wird es heute natürlich am Ende des Livestreams wieder geben. Dafür müssen wir aber erstmal alle Geschenke finden. So, hier sollte sich ebenfalls irgendwo ein Geschenk befinden. Wir schauen mal rein, was dieses Ding hier sagt. Also, da sind wir jetzt gerade hingefahren und hier sollte das Geschenk sein. Hier braucht man tatsächlich wieder einen Ball, so wie es aussieht. Das heißt also, wir nehmen dann hier einen Ball, warten auf den Zug und... 39. Es ist, glaube ich, das Zuggeschenk. Aber ich glaube, das Zuggeschenk haben wir schon, meines Wissens nach. Der springt da mit dem Ball auf jeden Fall hin. Ist dann auf dem Dach drauf. Er hätte doch so reinspringen können. Er braucht den Ball gar nicht. Okay. Das heißt, oh, guck mal, bei uns kommt jetzt gleich der Zug an. Da ist er. Jetzt können wir es sogar gleich abchecken. Oh mein Gott, wie passend. So. Also, jetzt können wir mal kurz... Ich habe gerade einen Frosch in der Stimme. Ein Frosch. So, jetzt checken wir mal kurz aus, ob wir da noch irgendwas drin haben. Also hier ist leer bei uns. Hinten ist leer. Ich check nochmal kurz den vorletzten Waggon. Doch, das haben wir schon alles eingesammelt. Bei uns ist da nichts drin. Ich glaube, der fährt jetzt gleich wieder weiter. Ja doch, den haben wir schon. Okay, das heißt also, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Da sind wir ready to go.
Roman, spiel mal wieder Fortnite. Du, tut mir leid, aber Fortnite ist nicht so ganz mein Spiel. Das ist nicht so ganz meins. Aber es gibt viele andere YouTuber, die richtig gut sind in Fortnite. Die sollte man am besten auch gucken. So, wir gucken mal rein. Da haben wir hier unten an der Insel. Kann ich bitte? Dankeschön. So, da unten beim Bagger befindet sich ebenfalls ein Geschenk. Wir sind sogar schon bei Geschenk 40. Das war jetzt nach dem Zug, ne? So, und zwar im Farmhaus selber drin befindet sich noch ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist in der Küche seitlich im Badezimmer. Okay, das heißt also, wir fahren jetzt im Spiel Richtung Farm. Und zwar nach da unten. Okay, let's go. Ist ein langer Weg, aber warum auch nicht. So, das heißt also, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Jetzt habe ich immer ein bisschen Zeit, den Chat zu lesen. Leute, schreibt mir ein paar Nachrichten rein. Ein paar coole Nachrichten, die ich beantworten kann. Ein bisschen mit Sinn dahinter, das ist ja cool. Nicht immer dieselben Fragen, ihr wisst Bescheid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann auf jeden Fall heute kein anderes Spiel spielen, Leute. Ich muss alle Geschenke finden in Wobblies Live. Ich habe mir das schon so lange vorgenommen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ihr habt recht. Ich werde alle meine Pläne, die ich hatte, umschmeißen und eine dicke Runde Fortnite spielen. Ich habe Fortnite nicht mal installiert. Und außerdem, Fortnite muss man eigentlich immer aktiv spielen, weil wenn du das nicht aktiv spielst, dann hast du keine Ahnung, was dort abgeht, welche neuen Modis da sind und alles drum und dran. Das ist viel zu kompliziert alles. Und ich bin da raus. Ich habe es damals gespielt gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ganze neue Zeugs, was da dazu gekommen ist, das war mir zu viel irgendwie. Da hatte ich dann nicht mehr so viel Spaß, wisst ihr, wie ich meine? Björn Reimer, danke, dass du Mitglied geworden bist. Dankeschön. Ich bin da nicht der Beste drin. Aber was ich kann, ist in Wobblies Live Geschenke farmen. Das kann ich gut. Roman, hast du Wobblies Live für die Switch? Nee, habe ich nicht. Ich spiele es auf dem PC gerade. Aber ich bin mir auch nicht mal sicher, ob es das für die Switch überhaupt gibt. So, hier müssen wir rein. Zack. Oh Gott, welche Tür war das denn jetzt? Ich glaube, die hintere, oder? Dann ist hier die Küche. Und dann von der Küche aus hier das Badezimmer. Und hier ist das Geschenk. Lup. Nice. 1245, Geschenk 59 von 71. So. Okay, schauen wir weiter rein. Jetzt waren wir hier bei der Farm. Oben, jetzt hier unten in der Mitte gibt es ebenfalls noch was, in der Barn wahrscheinlich. Ja, da waren wir tatsächlich noch nicht drin, wir checken das mal aus. Also, man springt hier seitlich, okay, das ist seitlich in diesem seitlichen Raum. Und wenn man da dann reingeht, ist das oben wahrscheinlich. Oh Gott, kommt man da nur mit einem Ball hin, oder was? Yo, was? Wie soll ich da denn hinkommen? Wo soll ich denn diesen Ball auftreiben? Boah, ätzend. Okay, ich check das mal aus, wie ich da hochkomme. Ah, warte mal, ich habe doch das Jetpack an. Nice. Oh, Junge, Junge, Junge. Roman, wann spielst du Minecraft? Ich warte derzeit auf das neue Update in Minecraft. Ihr wisst Bescheid. Oh, guck mal, hier gibt es sogar einen Ball. Man kann hier gleich einen Ball mitnehmen, chillig. Ihr wisst doch Bescheid, Leute. Minecraft ist gerade an einem neuen Update dran. Natürlich, die machen da ja immer was Neues. Und ich bin im Minecraft-Discord von den Video-Creators. Das ist so eine, wie soll ich sagen, das ist so ein Ding, wo extra Minecraft so für die YouTuber so Special-Infos und sowas gibt. Und diese Special-Infos, die besagen mir auch, wann der neue Part von Minecraft rauskommt. Warte mal. Mann, ich glaube, ich mache das einfach mit dem Jetpack, ist viel leichter. So, okay, hier ist das Geschenk. Und auf jeden Fall lese ich die ganze Zeit von Minecraft direkt von Mojang die neuesten Nachrichten, wann das neue Minecraft rauskommt, die neue Version. Und dann, wenn ihr Lust habt, Leute, kann ich ein Minecraft-Hardcore-Livestream machen. Das heißt also, dass wir Minecraft-Hardcore spielen, sprich, dass wir in einer Welt sind, wo, wenn ich sterbe, dass die Welt gelöscht wird, okay? Und ich bin gar nicht mal so gut in Minecraft-Hardcore, weswegen ich mir das ganz witzig vorstellen kann. So, nur wenn ihr Lust habt. Also, hättet ihr theoretischerweise darauf Lust, Leute? Hättet ihr Lust, so ein Minecraft-Hardcore-Projekt zu sehen, wenn die neue Version rauskommt? Würdet ihr das gerne sehen? Ich bin hier jetzt nochmal kurz am Suchen. Das ist hier seitlich. Ah, okay, da kommen die Antworten rein. Da kommt schon, ja, hallo Roman, hi Roman, ja, bitte, lass es machen, ja, okay, ja, 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 okay, okay. Klingt so danach, dass ihr sowas gerne sehen würdet. Wir können dann gerne ein Minecraft-Projekt machen, aber nichts mit Mods. Wisst ihr, wie ich meine? Nichts mit Mods. Ich möchte einfach nur entspannt spielen und das wäre sozusagen mein Ziel, was ich da habe. So, das nächste Ding ist hier seitlich die 42.
Und zwar, ich glaube, an einem Ort, wo ich noch nie so richtig war. Und zwar in dieser grünen Barn, die rechts ebenfalls Maschinen hat. Und da ist in diesem Pferdestall, befindet sich im Pferdestall... Ah, okay, auf der linken Seite vom Pferdestall das Geschenk. Okay. Oha, Alter, krass, das ist ja voll gut versteckt, Mann. So, nehmen wir hier den Mähdrescher. Aber cool. Ich freue mich auf jeden Fall, ein Minecraft-Projekt in diese Richtung zu machen, aber nur, wenn die neue Version raus ist. Ich möchte nämlich dann die neuen Items und sowas gerne haben. Ich möchte was Frisches, wisst ihr? Dass es frisch ist. Einfach fresh. So. Okay, und da ist das Geschenk. Mia Sophie Bürger, danke für die 2 Euro. Vielen lieben Dank. Supi. So, 45, 61. Geschenk. Fehlen nur noch 10. So, das heißt also, das war jetzt, welches war das jetzt? Das wird, oh, Mr. Spinne. Danke für dein Mitglied. Danke, Mr. Spinne. So, und wer war das? Oh Gott, wer war das denn? Da ist ja gerade jemand wie eine Rakete vorbeigeflogen. Da schaue ich auch nochmal kurz rein. Mitglied. Wer ist es? Frankie. Oh, Frankie Boy. Danke dir für dein Mitglied. Gleich gefolgt von Mr. Spinne. So coole Namen, Mann. Okay. So, wir schauen jetzt nochmal kurz rein, was wir da noch hatten, Leute. Wir sind jetzt hier seitlich reingegangen. Das war jetzt hier. Dann die Nummer 43 ist da seitlich und zwar an dieser Windmühle. Ich glaube, ich kenne die Windmühle, Leute. Ich denke auch, dass ich das mit der Windmühle schon gemacht hatte. Die ist ja da hinten, ne? Und ich bin mir relativ sicher, dass ich das schon gemacht hatte in der Vergangenheit, dass man sich da festhalten muss und das Geschenk von der Windmühle ausholen muss. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich denke auch, das wird sich da jetzt nicht neu laden. Ich glaube, das haben Lars und ich, glaube ich, in einem Video gemacht. Kann das sein, Leute? Ich bin mir da recht sicher. So, da haben wir hier entspannt das Ding schon abgeholt. Das heißt, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Sandra Graf, vielen lieben Dank. Nicht vergessen, alle Mitglieder bis zum Ende dranbleiben. Dann gibt es eine kleine Mitglieder-Chat-Runde. Die ist nur für Mitglieder. Dankeschön. So, dann haben wir das schon geholt. Dann hier in der Mitte bei unserem eigenen Haus befindet sich in diesen Röhren, ich kenne diese Röhren, ne? Befindet sich tatsächlich... In einer dieser Röhren befindet sich tatsächlich ein Geschenk, ein grünes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schon aufgesammelt habe, bin mir aber schon recht sicher, dass ich das hatte. Wir schauen mal trotzdem rein, okay? Ich bin mir nicht sicher. Also, wie wird man Mitglied? Also, Mitglied kostet tatsächlich echt Geld. Das heißt also, wenn man Mitglied wird, kostet das, ich glaube, 1,99 Euro oder sonst irgendwas. Irgendwie so ein kleiner Betrag auf jeden Fall. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob YouTube das automatisch aktualisiert oder ob das nur einmalig ist. Ich glaube, das ist je nachdem, wie man es einstellt. Könnte auch sein, dass ich mich irre. Auf jeden Fall kostet das Geld. Und wenn ihr nicht selber Geld ausgeben dürft im Internet, solltet ihr am besten erstmal fragen. Oh, da ist es! Oh mein Gott, ich habe in meinem eigenen Haus mein Geschenk nicht mitgenommen. Auf jeden Fall, Mitglied sein kostet Geld, Leute. Das heißt also, falls ihr selber kein Geld ausgeben könnt, 2 Euro, genau. 2 Euro kostet das. Damit unterstützt man auf jeden Fall den Kanal. Damit unterstützt man die zukünftigen Projekte, die wir machen, die Animationen, die wir machen. Und dafür kriegt man auch so bei der Mitgliederrunde so eine kleine, so ein kleines Geschenk sozusagen, dass man so im Chat nochmal ein bisschen kleiner schreiben kann. Okay, das ist das Einzige, was ich da noch anbieten kann. Und das kostet auf jeden Fall Geld. Wenn ihr kein Geld ausgeben dürft, dann werdet bitte nicht Mitglied, weil wir hatten nämlich in der Vergangenheit schon ein paar Nachrichten von Eltern, die bei großen Spenden sehr viel Geld verloren haben, weil das Geld nämlich an Google geht und nicht direkt an mich. Deswegen, selbst wenn man das wieder stornieren möchte, muss man dann bei Google anklopfen, nicht bei mir. Das ist das Problem. So, wir haben jetzt das Geschenk geholt gehabt. Wir schauen jetzt weiter. Das war die 44. Jetzt kommt die 45. Die 45 befindet sich hier oben an diesem Berg in einem kleinen Haus drin. Wir schauen uns das Video an. Es befindet sich in diesem Laden. Hinterm Laden im gelben Haus. Wenn man das gelbe Haus hochläuft, gibt es wahrscheinlich wieder ein Zimmer, oder? Oh mein Gott, das habe ich safe nicht. Wilhelm Becker! Danke für Mitglied, vielen lieben Dank. So, müssen auf jeden Fall hier hin. Und ich glaube, in dem gelben Haus da hinten ist es. Wie komme ich denn da jetzt am besten gerade hin? Schon, ja, okay, da lang. Okay, also wir müssen uns auf jeden Fall da ein bisschen dran halten, ne?
3 Euro im Monat kostet das, genau, oder 2,90 Euro. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Stufen, um Mitglied zu werden. Ich glaube, es aktualisiert sich auch von alleine. Das heißt also, wenn man das vergisst auszuschalten, ne, oder vergisst irgendwie zu aktualisieren oder wie auch immer, dann wird Google euch wahrscheinlich weiterhin Geld abziehen. Das heißt, falls ihr Mitglied werdet und ihr nur einen Monat dabei sein wollt, müsst ihr das, glaube ich, direkt kündigen, soweit ich weiß. Ist aber, glaube ich, immer so eine Einstellung von Google. Das wird ja von Google Play oder sowas irgendwie abgezogen, ne? Muss man sich, glaube ich, nochmal genauer informieren. Falls ihr das gerne mal machen würdet, dann nehmt euch die Zeit, liest euch das alles durch bei Google Play Store und ich glaube, da steht es dann drin, ob das automatisch abgezogen wird oder ob es nur für einen Monat ist oder wie auch immer. Es ändert sich auch immer und ich habe ehrlich gesagt schon aufgegeben, mir das die ganze Zeit durchzulesen. So, wir gucken weiter. Wir müssen ans gelbe Haus drankommen. Das ist da unten, ne? Wow! Ja! Wow! So, gelbes Häuschen und im gelben Häuschen, in dem Badezimmer, da war's, glaube ich. So, hier und dann da. Ta-ta-da-da, wir haben's! So, das waren 100 Dollar Ronis. Sehr nice. Und damit sind wir schon bei 63 Geschenken. So, wir schauen nochmal kurz rein, wo das nächste Geschenk ist. Das nächste Geschenk befindet sich bei 46 und ist an dieser Autowerkstatt. Wir schauen mal kurz rein. Es ist auf jeden Fall Schnee. Und da hinterm Bus. Okay, es ist hinterm Bus. Okay, das kriegen wir hin. Wir gehen wieder in Gameplay. ABC, willkommen. Danke, dass du Mitglied geworden bist. Dankeschön, ABC. Wo ist dein Freund DFG? Ich bin heute wieder richtig witzig, aber richtig. So, Roman, schaust du Anime, wenn ja, welche? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommt eine richtig langweilige Antwort. Aber, ich schaue gar keine Serien, okay? Ich schaue gar keine Serien. Ich schaue kein Netflix, schaue kein Disney Plus, ich schaue gar nichts, okay? Es ist jetzt ein bisschen schäbig, aber ich lese Bücher. Ich lese eher Bücher. Und wenn ich was schaue, dann schaue ich nur YouTube-Videos. Weil ich selber YouTube voll cool finde. Ich mache selber YouTube, aber ansonsten lese ich. Ich schaue keine Serien leider. Aber ich habe es mir so sehr vorgenommen. Aber ich muss sagen, bei Serien kann ich mich irgendwie nicht konzentrieren. Ich weiß auch nicht warum. So, das Geschenk hinterm Bus haben wir jetzt auch. Wir schauen weiter. Im Desktop gibt es hier nochmal was. Und zwar direkt unten drunter, hinterm Laden, ne, hinter der Tankstelle, befindet sich ebenfalls nochmal ein Geschenk. Also schauen wir rein. Oh Gott, wo war denn das Geschenk jetzt? Achso, das ist gleich hier. Achso, das ist die Tankstelle hier gleich. Ah ja. Okay. Das ist dann gleich hier an der Wand, oder? Nee. Wo war denn das jetzt? Tankstelle? Der Typ, der hier verkauft? Hier hinten drin? Nee. Hä? Jetzt bin ich dumm. Warte mal. Das habe ich da gerade was falsch verstanden? Ich schaue es mir nochmal an. Yo, Gamer123, danke für dein Mitglied. Und, warte. Ah ja, doch, das habe ich schon. Seitlich, das habe ich schon, dieses eine Geschenk. Okay, dann habe ich's. Ich habe hier nochmal eine kleine 5-Euro-Spende reinbekommen. Wir schauen mal rein. Alessandro Stano schreibt, machst du mit Lars wieder ein Minecraft-Projekt 1.17 sowie 1.16? Vielleicht machen wir sowas mehr in die Livestream-Richtung, wenn Lars Bock drauf hat. Ich habe ihn noch nicht angesprochen, aber wenn er Bock hat, kann er vielleicht ein kleines Livestream-Ding mit mir zusammen machen. Ne? Ich hätte nämlich voll Bock, Minecraft zu livestreamen. Und wir haben ein neues Mitglied reinbekommen, Julia Michaelis. Vielen lieben Dank, Julia Michaelis. Nicht vergessen, Leute, Mitglieder haben am Ende eine kleine Mitgliedsrunde. Wupp, wupp. So, wir steigen wieder ein in unser Auto. Das eine Geschenk hier um die Ecke hatten wir schon. Das nächste Geschenk befindet sich tatsächlich hier an der Flugbahn. Und da fahren wir jetzt erstmal gemeinsam hin und checken das Ganze mal aus. Dafür müssen wir hier eigentlich nur, genau, die Straße verfolgen. Übrigens, Leute, soll ich euch mal was erzählen? Wollt ihr was über den Song wissen? Wollt ihr wissen, was mit dem neuen Song für dieses Jahr eigentlich, was mit dem so abgeht dieses Jahr? Björn Reimer, willkommen zu Gold. Vielen lieben Dank, Björn Reimer, dass du Mitglied geworden bist. Merci beaucoup. Wenn ihr wollt, Leute, ich kann euch ein bisschen was pitchen. Oh, es dürfte jetzt wieder laggen, glaube ich, in Wobblies Live wegen dem Schnee wahrscheinlich. Fragt mich nicht, warum. Ich habe schon aufgegeben, das einzustellen. Wir schauen uns den Lag jetzt einfach mal ein bisschen an. So, ja, wollt ihr was hören über den Song? Okay,
Also, wir haben einen Beat-Producer gefunden, ne, mit dem wir gemeinsam unseren neuen Song machen werden. Wir werden noch nicht sagen, wie das Song heißt oder was es dort geht oder wie auch immer. Wir nehmen ihn aber. Diesen Freitag nehmen wir den neuen Song auf, Leute. Es wird gemacht, es wird getan. Davor schauen wir jetzt aber nochmal kurz nach, wo dieses Geschenk sich befindet, bei der 48. Es dürfte sich eigentlich direkt hier in diesem Autozentrum da befinden, ne? Er befindet sich hier an der Strecke und dann rechts in diesem Cargo-Ding drin. Na gut, so, schauen wir rein. Einmal kurz aussteigen und dann dürfte es hier rechts sein. Juhu! So, dann haben wir das. Ich erzähle es euch gleich weiter. Ich möchte nur kurz etwas ansprechen. Und zwar ist hier nämlich direkt weiter gesehen, wenn wir nämlich jetzt hier runterscrollen, Geschenk 49... ist hier nämlich direkt am Flugzeug und da wird kurz was erklärt. Ah, da muss man jetzt mit dem Flugzeug fliegen, okay. Ich erzähle euch gleich noch weiter, wie es mit dem Song geht. Ich möchte noch kurz wissen, wo dieses Geschenk ist. Auf jeden Fall müssen wir da mit dem Flugzeug auf den Berg drauf fliegen, so wie es aussieht. Und dann dort eine kleine Runde drehen. Dann fliegen wir hier runter, weiter runter und dann auf den Berg? Oha, da hinten auf dem Berg ist einfach eins. Oh mein Gott, abgefahren. Junge, die Geschenke sind richtig gut versteckt in letzter Zeit. Trampolin Scoot, bist mein Lieblings-YouTuber, gönn dir. Danke, ey, Trampolin Scoot. Vielen lieben Dank, Mann. Sehr, 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 sehr lieb von dir. So, ich muss hier mal kurz aus dieser Lag-Schneewüste raus. Ich nehme mal hier den dicken Helikopter, weil der dicke Helikopter, der hat viel mehr Style. Yay. Yeah. So, check this out. Okay, auf jeden Fall, wir haben diesen Freitag, und mit wir meine ich Lars, ich und der Beat-Producer, Barray heißt der, haben wir tatsächlich ein Treffen und wir nehmen den Song auf, Leute. Wir nehmen den Song auf, ganz entspannt, und machen das Ding einfach diese Woche fertig. Das heißt, diese Woche wird der Song fertig gemacht und für euch fertig produziert. Danach fehlt nur noch das Musikvideo und es wird noch ein bisschen passender Merch natürlich noch gemacht, aber diesmal nochmal durchdachterer, coolerer Merch. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen und das dauert nicht mehr lange und dann haben wir es schon. So, da ist das Geschenk. Seht ihr es? Oh mein Gott, Alter. Ist einfach so am Rande der Welt, Mann. Okay, jetzt muss ich hier nur kurz landen. So. Ich lande mal am besten hier, sodass die Motorblätter nicht kaputt gehen. Crusher Sam, vielen lieben Dank für dein Mitglied. Merci. So. Ich steig mal hier aus. So. Und das Geschenk eingesammelt. Nice. So, jetzt sind wir hier. Ich schau mal kurz nach, wo sich das nächste Geschenk befindet. Wir gucken in den Desktop. So. Was haben wir da? Das nächste Geschenk ist bei der 50, hier bei dieser Insel. Und dazu schauen wir uns gleich das Video an, wenn wir... Oder komm, wir schauen jetzt direkt mal rein. Das befindet sich dort oben in den Dschungelsachen da. Irgendwo... Oh mein Gott, das ist irgendwo an der Palme. Oh, Thomas Pollack. Thomas Pollack, da fliegt er vorbei. Dankeschön für dein Mitglied. Vielen lieben Dank. So. Also, Leute, ihr könnt euch wirklich gefasst machen. Also, ich möchte nicht overhypen. Ich möchte auch nicht zu viel Details verraten. Aber um ganz ehrlich zu sein, Fischgang und Rappe nur das Gleiche, das sind gegen den neuen Song, der rauskommt, das sind richtige Furz-Songs, so. Da werdet ihr danach sagen, was? Junge, der neue Song ist so viel nicer, wirklich. Also, es ist einer der besten Songs, die wir bisher geschrieben und von der Melodie so komponiert haben und sowas. Also da könnt ihr euch richtig gefasst machen. Und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir das Musikvideo richtig nice hinbekommen. Und dann, ja, circa, ich würde sagen, in 2 Monaten vielleicht, kommt dann der fertige Song raus, okay? Das wird ein wildes Ding. Also wirklich, der Grund, warum das so lange dauert, 2 Monate klingt lange, aber wir machen das mit einem Team, okay? Wir machen da wird das, der Beat wird produziert, okay? Wir machen das so wie so ein richtiger, wie so richtige Rapper, so 1:1. Ihr könnt den Song wahrscheinlich dann nicht kaufen, es gibt ihn wahrscheinlich wieder dann auf Spotify und so, aber wir wollen euch das Nonplusultra anbieten, okay? Dass ihr einen wilden Song habt, dass ihr euch das anhören könnt und dass ihr euch denkt, oh mein Gott, ist das wild, okay? Dafür werden wir sorgen. Und das braucht gut Dinge, wollen Zeit haben, okay? So. Dementsprechend, meine Freunde, passt da auf euch auf und
checkt ab, wann der Song kommt. So, warte mal, ich bin jetzt hier eigentlich konkret richtig. Ach so, lol. Das Geschenk ist zwischen den Beinen von dieser Figur, die da ist. Oh Gott, wie soll ich denn in diesen Safari-Truck hier landen, ne? So, ich lande ihn mal hier an der Kante. Nein, bitte lass mich raus. Nein, mein Flugzeug! Nein, mein Kleiner! Egal. Naja, so, wir müssen nämlich hier seitlich das Geschenk abholen zwischen den Beinen. Juhu! So. Nummer 7 und es fehlen nur noch 4 Geschenke, Leute. Macht mal den Hype, alle Mitglieder. Ich möchte von euch den Hype sehen. Nur noch 4 Geschenke. Alle Mitglieder, bitte nutzt eure Emojis. Zeigt uns den Hype. Hebt die Hände. Ich möchte überall Klatsch-Emojis sehen. Ich möchte von euch alles Mögliche sehen, Leute. Haut alles rein, was ihr da gerade habt. Okay? Nur noch 4 Geschenke. Nur noch 4. So, das heißt also, wir gucken nochmal seitlich in den Desktop mit rein. Da kommen die Hypes durch, seht ihr sie? Da fliegen die Hypers. Hyper, Hyper. Ich poste auch noch ein paar mit rein, okay? Ich bin bei euch, Leute. Ich bin bei euch. So, Aerosol Hype Emojis. Ich bin auch dabei. So, jetzt seht ihr mich auch gleich vorbeifliegen, okay? Da komme ich gleich. Ich bin schon, glaube ich, vorbeigeflogen. Wo war ich denn jetzt? Oh mein Gott, dieser Chat geht so schnell, das ist so abgefahren. Oh mein Gott, nein! YouTube blendet jetzt schon die ganzen Hype-Zeichen aus, weil es als Spam gewertet wird. Ätzend. Okay, naja, es ist, wie es ist. Okay, so, wir schauen jetzt mal noch mal kurz rein. Aber trotzdem, Leute, danke für euren Hype. Ihr seid die Besten. So, wir haben jetzt hier seitlich, okay, circa da. Da. Da müssen wir, glaube ich, hin. Also, ich habe es, glaube ich, markiert. Hier circa. Okay, da müssen wir hin. Und da haben wir ein Video nochmal dazu. 1,50, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Da fährt er mit diesem Ding hier, diese Straße hoch entlang. Und da seitlich hat er dann, fährt er noch weiter hoch. Geht aber 30 Sekunden, ne? Und dann oben bei diesem Haus, im Haus wahrscheinlich drin, oder? Ja, safe, safe, safe. Okay, ja. Alles klar, kriegen wir. Kriegen wir hin. So, hauen wir rein. Das ist jetzt circa, wo war das jetzt nochmal? Circa hier. So, da müssen wir jetzt nur irgendwie hinkommen. Ich glaube, ich fliege da sogar einfach hin. Ich glaube, im Dschungel mit dem Auto zu fahren ist auch nicht so unbedingt das Lässigste. Deswegen, ich glaube, so ein Flugmittel zu haben, wo man einfach an den Bäumen vorbeifliegt, ist auch recht schnell. Whee! Leute, ich bin richtig hyped, Mann. Nur noch ein paar Geschenke, dann haben wir einfach das legendäre Item, Mann. Das ist sogar das schwierigste zu bekommenste Item in ganz Wobblies Life, weil man sich da wirklich darum kümmern muss. Ich glaube, das ist es sogar, oder? Das ist doch dieses Haus hier. Bei dem war ja doch auch im Video, oder? Das ist dieses Special House, was hier so alleine steht. Und nee, habe ich schon gehabt. Habe ich tatsächlich schon gesammelt. Außer es ist jetzt ein anderes Haus. Aber ich bin mir recht sicher, der ist hier hochgefahren. Ja. Oder ist das da gewesen? Aber das ist jetzt wieder in so einer Village. Nee, war es nicht. Okay, das heißt also, das Geschenk hatten wir schon. Schauen wir mal kurz weiter, was es noch auf der Liste gibt. Leute, wir müssen uns sputen, ne? Dann gibt's auch schneller unseren Hut. So, das war das. Jetzt das nächste ist da an der Seite. Da zeigt er uns auch ein Video zu, Nummer 52. An, oha, das ist dann hier beim Tempel. Fliegt er jetzt mit dem, ach so, in dem Heißluftballon drinne? Warte mal, aber da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Hat er hier circa, ne? Jetzt bin ich mir aber gerade ein bisschen unsicher. Ich denke schon, dass ich den hatte, oder? Das ist ja der normale Tempel, der dann wahrscheinlich da ist. Ja, doch. Das habe ich zu 100%. Wir sind ja schon, als wir das Geistpad freigeschaltet haben. Oh, stimmt, Leute. Wollen wir uns vielleicht heute mit dem ganzen Geld, was wir noch bekommen haben, wollen wir uns damit noch vielleicht ein Pad holen? Wollen wir das vielleicht auch noch machen? Das wäre, glaube ich, eine gute Idee, oder? Ich glaube, ich hätte da richtig Bock drauf, dass wir uns vielleicht sogar noch ein weiteres Pad holen. Weil dann haben wir das Geistpad können wir uns, glaube ich, freischalten. Ne? Das ist ja auch noch mega teuer. Und daher, dass wir jetzt voll viel Geld bekommen haben, ist jetzt auch richtig easy. Hättet ihr da Bock drauf? Wollen wir uns den Minecraft-Geist holen? Der Minecraft-Geist und Dr. Auge einfach voll abgefahren. So. Auf jeden Fall hier drin ist noch ein Geschenk gewesen, aber das hatten wir ja schon. Aber man kann jetzt hier auch ein bisschen seitlicher gehen, hier hin. Und dann gibt es hier in dieser Village
gibt es auch noch ein Geschenk. Und zwar, wenn man nämlich hier langläuft, da die Straße runter, wir spulen mal ein bisschen vor, dann geht er da durch den Dschungel. Oh mein Gott, was? Da ist einfach im Dschungel eins versteckt. Okay, das probieren wir mal aus, das finden wir. Also, er ist auf jeden Fall hier die Straße runtergegangen. Ja, kaufen wir uns gleich den Minecraft-Geist? Okay, Mann, wir kaufen uns den Minecraft-Geist, kein Problem. Die Patte haben wir am Start. Skur, skur. So, also, wir müssen jetzt hier den Dschungel runter. Und hier irgendwo, aha, einfach schön im Rasen versteckt, ein kleines Geschenk. Damit sind wir bei 68. Leute, ich möchte den Hype sehen. Alle Mitglieder, haut den Hype rein. So. 58, oder? Wie viel hatten wir? Jetzt habe ich es wieder vergessen. egal. So, dann haben wir hier Tempel stehen, Tempel Entrance. Wir schauen mal kurz rein, was es damit auf sich hat. Ob wir das vielleicht sogar schon haben. Auf jeden Fall, der macht jetzt hier den Tempel auf. So, das kennen wir ja schon. So, Nummer 54. Oh nein, bitte sag mir nicht. Haben wir das gehabt? Ich denke, das hatten wir. Achso, nee, das ist hier 54, oder? Das war jetzt aber nicht 54, das ist jetzt nur... Ah doch, nee, das hatten wir schon. Den Hut habe ich ja schon. Dann hier seitlich an diesen Dingern. So, das ist hier mit diesem Rätsel. Und dann, was ist das? Was macht er da? Oh nein, oh nein. Da sind zwei Geschenke drin. 55 und 46, die habe ich nicht. Ich schwör's euch, die habe ich nicht. Oh Mann. Okay, wir müssen rein in den Tempel. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber wir müssen rein in den Tempel. Wir haben tatsächlich diese eine Truhe da nicht. Egal, wir ziehen es heute hier durch, okay? Ich kann den Tempel in- und auswendig inzwischen. Roman, ich muss leider weg. Ich komme später wieder. Gar kein Problem. Lasst euch Zeit, Leute. Der Livestream bleibt natürlich selbstverständlich online, so wie ihr es gewohnt seid von mir. Wir schneiden euch das sogar per YouTube so, dass ihr direkt ohne entspannt, einfach entspannt gucken könnt. So, dann könnt ihr ganz genau mitgucken, wie wir hier alles gesammelt haben, welche neuen Mitglieder reingekommen sind. Ihr werdet nichts verpassen, okay? Das heißt, wenn ihr irgendwo hin müsst oder so, macht euch keinen Stress. Der Livestream bleibt selbstverständlich online. So, wir nehmen jetzt mal hier nochmal kurz eine Bomb. Eine Bomb-Omp. So, wir haben jetzt zum Glück auch das Jetpack. Wir können ja einfach durch den Tempel durchfliegen. Aber ist okay. Es gibt auch dieses eine Geschenk mit den zwei Dingern, habe ich tatsächlich nicht gehabt, Mann. Habe ich tatsächlich nicht gehabt, Leute. Das war crazy. Was? Oh, what the fish? Mach die Tür jetzt auf. Mach die Tür jetzt auf. So, rein in den Tempel. Und drück den Knopf. Drück den Knopf. So, jetzt trinke ich mal wieder ein bisschen Wasser, Leute. Hab hier wieder eine ganze Stunde gelabert. Das Geschenk hast du schon, aber nicht dieses doppelte Geschenk. Das doppelte Geschenk habe ich nicht, wirklich nicht. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da zwei Geschenke rausgeholt haben. Außerdem Lars und ich, wir gucken nie nach hinten. Ah, Mist, hier funktioniert der Jetpack nicht. Juhu! Ich weiß noch, als wir das erste Mal hier drin waren, ey, war richtig gruselig, Mann. Jetzt inzwischen Dings wie Profi einfach, gell? So. Spiegelkabinett. Das muss ich jetzt nochmal kurz neu machen. Ich glaube, das ging irgendwie so. Ich schieß auf den da hinten. So. Hilfe! Ich mach mal hier den da. Ich schwör's euch, ich habe dieses Spiegelkabinett jetzt schon so oft gemacht, Mann. Ich hoffe, ich kann's noch. So. So. Ich schieße es dann irgendwie hier zur Seite an den da. La 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 la. So. Dann schießt der das nämlich nach da. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen adjusten. Ah ne, das schaffe ich nicht mehr. Oder? Schaffe ich es zu adjusten? Warte mal, ich könnte eigentlich zu dem da adjusten. Ja, genau. Der da hinten. Tut mir leid, Leute. Mein Gehirn ist jetzt erstmal auf Licht einstellen hier eingestellt. Wenn ich da... Ich kann nicht tausend Sachen gleichzeitig machen. Ich bin zu blöd dazu.
bin nicht so der Multitasker, wisst ihr? So. Licht hier. So. Und dann das Ding da drauf. Funktioniert das? Das hat letztes Mal funktioniert. Ne, muss ich tatsächlich wieder so machen. Ah, guck mal, da hatte ich sogar was. So, diese eine Tür da. Oh Mist, jetzt ist die wieder zugegangen. Ätzend. Ah ne, warte mal. Ich kann hier die Tür hier aufmachen. Und dann kontrollieren wir nochmal. So, öffnet der jetzt was? Nee, tut er nicht. Aber ich schwör's euch, da drinne war ich schon. Da drinne war ich schon. Den Hut habe ich. Den Hut habe ich. Das heißt also, eigentlich müssen wir hier nur weiterkommen. Deswegen, wir verschwenden keine Zeit. Hör auf zu labern. Ich mach das hier jetzt hier einfach fertig. Ich hasse dieses Rätsel so sehr. Das macht so gar keinen Spaß. So. Und das jetzt bitte in die Mitte schießen. So. Jetzt macht er das in der Mitte auf. Okay. Also. Ich freue mich schon auf die kleine Leserunde. Finde ich cool. Also ich finde es cool, dass die Mitgliederrunden so gut ankommen. Ich muss jetzt gleich nochmal kurz gucken, wie das Rätsel war mit diesem Runterfliegen hier. Weil da muss man sich nämlich merken, wie das war. Und das habe ich nie gemacht. Deswegen, wir schauen mal rein. Also, ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Ne, das war jetzt falsch. Das war das vorherige Video. Das hier. Also, wohin geht der? Der läuft seitlich. Zwei vor, eins nach links. Eins vor, eins nach links. Zwei vor, eins rechts. Okay. Ich möchte das nicht verkacken, deswegen ich mach's immer so nach. Also, zwei vor, eins nach links. Eins vor, eins nach links, zwei vor, eins rechts. So, jetzt sind wir circa gleich auf mit ihm. Wir schauen weiter. Und dann von da aus eins rechts, zwei vor, eins links, eins vor. Okay, das heißt also von hier aus zwei rechts, zwei vor, eins links, geradeaus, vor und durch. So, oh mein Gott, okay. Und jetzt hier, diese Kiste, die hatten wir nicht, oder? Interagieren. Nein, ich hatte die schon. Nein, echt jetzt? Aber den Hut, diesen einen Cowboy-Hut, den wir aus der linken Tür bekommen haben, den hatte ich. Okay, den habe ich. Aber ich glaube, hier drin ist trotzdem irgendwo noch eine Sache, die ich noch nicht hatte. Deswegen, wir schauen mal weiter rein. Wir schauen mal bei der 57 rein. Mal gucken, ob ich die 57 habe. Die 57 ist hier durchlaufen und da seitlich die Tür nehmen. Und das ist auch das Explorer Top. Ich schwöre euch, eine Sache hatte ich tatsächlich nicht. Eine Sache hatte ich echt nicht. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar das Explorer Top sein. Ich bin mir nicht sicher. Eine Sache hat mir auf jeden Fall gefehlt. So, interagieren? Nee, das hatte ich auch. Okay. Wir checken es trotzdem weiter aus. Wir gehen nach dem Schema weiter durch. Ich glaube, das Ding muss ich hier jetzt trotzdem lösen. Kann das sein? Was ist das hier? Das ist in diesem Brunnenraum. Ich glaube, im Brunnenraum habe ich tatsächlich was vergessen. Oh, jetzt lassen wir jetzt wieder diese Kugel da reinschmeißen. Roman, ich will ja nicht sagen, dass wir es dir gesagt haben, aber ich glaube, wir haben es dir gesagt. Ja, das stimmt, okay. Aber ich bin mir zu 100%ig sicher, dass wir in diesem Tempel hier, wir hatten hier irgendwas, okay? Wir hatten etwas, was wir noch nicht hatten beim letzten Mal, bin ich mir ganz sicher. Ach, ich war hier schon so oft in diesem Tempel drin, man muss so oft hier rein. Wegen dem Ghost Pad und dann nochmal wegen den ganzen Dingern. Ach, hätte ich mich doch nur von Anfang an so angestrengt. Oh, warte, so. Dann Übergang. So, Übergabe. Das Ding hier wieder drehen. So, das Ding hier am besten nochmal ein bisschen hoch. Dann schmeißen wir das da rein. So, dann wieder hier. Das ist Dings Fingerspitzengefühl. So.
ich würde es vielleicht ein bisschen höher machen. Und dann das hier auch ein bisschen höher, sodass da besser reinrutschen kann. Oh yeah. Nee, falsche Richtung. So. Rutsch rein! Komm, Kugel, geh rein. Geh rein! Ja! So, da, 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 da. So, die Kugel wartet. Die Kugel geht jetzt da rein. Und jetzt geht die Kugel nach da unten. So, perfekt. Alles klar, Leute. Das Ding ist jetzt drin, das ist gebongt, das haben wir geschafft. Zum Glück müssen wir die andere Kugel nicht holen. Ich sag's euch, das mit dem Ghost Pad, das war so schlimm gerade. Oder beziehungsweise letztes Mal, als ich das mit Lars gemacht habe. Diese Kugeln, die rutschen auch richtig schnell weg, wisst ihr? Alter, mir ist sogar eine komplett weggerutscht, das war voll schlimm. So, jetzt kommen wir in diesen Bereich wie heißt denn das jetzt nochmal? Oh, stimmt. Das ist der Bereich mit der Kugel! Aua, egal. Schon in Ordnung. Wir können die auch einfach so durch. Die bringt einen zum Glück nicht um. Aber ich glaube, die kann einen in den Tod reinbringen, ne? Ich lasse sie jetzt mal kurz vorbeirollen. Ui! So. Schade, dass das Jetpack hier drin nicht funktioniert. Oh, warte mal. Ich lasse mal kurz vorbeilaufen. Auf jeden Fall bei dem Part mit diesem... mit diesem Springbrunnen, da gibt es nochmal zwei. Das heißt also, ich möchte gern wissen, wo diese zwei sich befinden. Alter, es ist weit. So. Durch mit der Kugel. Und weiter durch. An dem Springbrunnen befinden sich zwei. Und da sind wir auch schon. Das heißt, hier fallen die ganze Zeit diese Kugeln rein, okay? So, das heißt also, in diesem Video ist dieser Typ auch am Springbrunnen. Und wir checken mal ab, wo der da hinläuft. Also, vom Springbrunnen aus in die rechte Tür geht er rein. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das hatte, aber wir checken es trotzdem aus. In die rechte Tür geht er rein, danach in die linke, danach geht er rechts lang. Und ganz am Ende der rechten Tür ist eine Kiste. Okay, das, ich denke mal, das hatte Lars letztes Mal, als wir gespielt haben, hat es Lars, glaube ich, hier auch gefunden gehabt, ne? Dass es hier lang ist, dann hier so durch und dann ist da hinten dieses Surprise-Geschenk. So, hatten wir auch. Okay. Ah, nein, hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Okay, das Geschenk. Oh mein Gott, da sind zwei. Unlocked Mummy-Top und nochmal der Propeller-Head. Wir haben alle. Das war das letzte Geschenk. Ah, yo, Baby Mama. Oh, Junge. Hype, Leute. Wow, yeah. The Mamma Mia, the Pizzeria. Wir haben es einfach fertig. Oh mein Gott, Alter, ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell geht. Okay, seht ihr? Ganz easy. Ziehen wir uns jetzt den Propellerhut an. Here we go, man. So, richtig schönes Ding. Jetzt ziehen wir uns mal richtig bescheuert an, hä? Huh? So will ich aussehen. Genau. Juhu, jaha, wuhu. Mario einfach, gell? So, also... Ich möchte mich jetzt irgendwie umbringen und dann gucken, wie ich hier aus diesem Ding wieder rauskomme. Hui! So. Hoffentlich lande ich bei der nächsten Tankstelle oder sowas, damit ich draußen mal fliegen kann, weil jetzt haben wir nämlich alle Geschenke! Ah, ne, doch nicht. Warte mal. Ich mache mal hier Exit, damit ich da rausfliege. Und Solo-Game. So, laden wir das Ding mal neu. Juhu! So. Hä? Mein Propellerhut, warum ist er nicht ausgefahren? Muss der nicht? Ich möchte... Was? Mein Propellerhut funktioniert nicht, Mann. Oder habe ich einen falschen Hut an? Ah, nee, hier. Oh mein Gott, da steht's unter mir. Turn on Gadget Head. Oh, Vanessa Ahmed, danke dir für dein Mitglied. Turn on Gadget Head. Seid ihr bereit, Leute? 3, 2, 1. Oh mein Gott. Da fliegt der... Wie ein junger Gott. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Ah, wie cool ist das denn? Wir können jetzt einfach mit unserem Propellerhut fliegen. Oh mein Gott, das ist so viel besser als das Jetpack, Mann. Oh, krass, ey. Warte mal, wir kombinieren mal. Leute, wir kombinieren mal
mit dem Jetpack zusammen. Oh, ist das cool. Alter, ist der cool. Junge, endlich habe ich den. Könnt jetzt kurz laggen, Leute. Ihr wisst Bescheid, so wie immer in diesem Haus. So. Ich ziehe mich kurz um. Ich ziehe mir kurz das Jetpack währenddessen an. So, Jetpack. Noch eine andere Hose. Was soll ich denn da noch dazu anziehen? Keine Hose. Die beste Hose ist es, keine Hose zu tragen. So. Okelidokeli. Dann haben wir hier alles. Haben wir jetzt hier das Jetpack. Ich aktiviere den Gadget-Hat. Und jetzt kann ich hier... Yeah! Mit dem Hut gleichzeitig fliegen. Mit dem Hut kann ich mich hochbringen und mit dem Jetpack kann ich schneller vorwärts kommen. Das heißt also, wenn mein Jetpack nicht mehr kann, aktiviere ich den Hut und der Hut fliegt weiter für mich. Alter, ist das cool! Oh mein Gott, das ist so cool. Jetzt haben wir einfach beides. Guck mal, wie hoch wir einfach fliegen können. Und jetzt wieder den Gadget-Hut. Alter, der ist richtig cool. Es hat sich voll gelohnt. Es hat sich voll gelohnt, Leute. So, moin, wie geht's? Doch, ganz gut, Gamer. Wir gehen gleich in die Mitgliederrunde rein. Deswegen, bleibt bereit. Jetzt kaufen wir uns nochmal kurz den Geist, habe ich gehört. Dann haben wir nämlich auch das Geist-Pad gleich gekauft. Und sind dann eigentlich auch schon fertig mit Warblies Life. Das bedeutet also, dass wir eigentlich, bis auf die Haustiere, eigentlich alles geschafft haben. Wir haben das teuerste Haus gekauft. Wir haben alle Geschenke gefunden. Ne? Wir haben Dr. Auge gekauft. Wir haben das wichtigste Pad natürlich gekauft. Und wir haben auch den Geist schon freigeschaltet. Und das Geist-Haustier können wir uns jetzt auch gleich kaufen, weil ich jetzt nämlich nochmal zusätzlich $2000 habe. Deswegen, Leute, seid ihr bereit? Meine werten Damen und Herren, jetzt geht's los. 3, 2, 1. Ghost Pet! Oh, der kostet ja nur 1200. Oh, ich nenne ihn der Minecraft-Geist. So nenne ich ihn einfach. Yay! So, soll ich ihn in irgendeiner Farbe holen? Der rote Minecraft-Geist? Der grüne Minecraft-Geist? Nee, unser Minecraft-Geist ist weiß. Ba-ba-da-ba! Zweites Pet. Juhu! Jetzt haben wir noch einen Geist als Haustier. Der Minecraft-Geist! Jetzt haben wir den Minecraft-Geist und Dr. Auge einfach als Haustiere. Yay! Das ist so cool. Okay. Damit sind wir eigentlich fertig, Leute. Wir haben tatsächlich alles geholt, was wir brauchen. Einen guten Minecraft-Geist haben wir hier. Guckt ihn euch an. Kleiner. Hat der eine Animation? 3. Ja! Er kann Buh sagen. Buh! Und er fliegt einen kleinen Salto. Buh! Das ist schon cool. Oh, der kleine Geist. Interagieren. Buh! Oh, der ist cool. Okay. Das heißt also, meine werten Damen und Herren, wir sind fertig. Wir sind fertig mit Warblies Life und damit können wir tatsächlich uns jetzt stolz ansehen. Teuerstes Haus, die teuersten Haustiere, alles gekauft, alles im Petto, alles fertig. Okay, hier, jetzt kann ich Exit drücken. Game ist durch. So. Am Ende des Livestreams angelangt, wie versprochen, meine werten Damen und Herren, gibt es nun den den gewollten und allseits bekannten Mitglieder-Chat. Wir gehen mal kurz hier in die Einstellung rein, damit die Mitglieder jetzt nochmal ein paar Fragen stellen können. Jetzt den Live-Chat ein wenig beruhigen. Kanalmitglieder können nur noch Nachrichten versenden. Speichern. So, meine werten Damen und Herren, alle Mitglieder können jetzt tatsächlich schreiben, was sie wollen. Okay, nicht was sie wollen, ihr solltet schon aufpassen, aber bei mir ist der Chat kurz hängen geblieben. Ich versuche ihn mal kurz neu zu laden, ne? Ob ich das hinbekomme. So, wo ist Lars? Top-Chat? Ich glaube, ich kann jetzt gleich auf den Live-Chat gehen. Ich glaube, der Live-Chat ist nochmal ein bisschen schneller. Das heißt also, alle Mitglieder können ab jetzt schreiben. Ich denke mal, bei mir wird, glaube ich, noch ein bisschen was nachgeladen, so wie es aussieht. Bei mir ist nämlich ein bisschen was hängen geblieben, ne? Glaube ich mal. Aber da sind sie. Klasse. Okay, ihr kleinen Mitglieder. Stellt eure Fragen rein. Danke, Prinzessin Lara, fürs Mitglied werden. Vielen lieben Dank. Und natürlich vielen Dank an alle anderen. So. Ich freue mich schon auf den Song. Kannst du mich bitte grüßen? Und mein Bruder Chris, er ist 5 und ein Riesenfan von dir. Bist mein Lieblings-YouTuber und mein Vorbild. Sehr gerne, Max Zocker. Vielen lieben Dank, dass du Mitglied bist. Sehr, sehr, sehr lieb von euch, dass ihr das alles macht. Ich bitte euch nur, es gibt eine Regel als Mitglieder. Bitte postet nicht andauernd dieselbe Regel, weil sonst müssen wir sonst ergibt es keinen Sinn, okay? Jeder schreibt eine Nachricht und wenn ich die Nachricht nicht vorlese, dann ist das so. Aber die ganze Zeit dieselbe Nachricht zu schreiben, das machen wir nicht, okay? Das ist
ist keine gute Angewohnheit. Ihr solltet euch alle untereinander die Chance geben, vorgelesen zu werden. Und wenn jemand die ganze Zeit eine Nachricht reinschreibt, ist es auch nicht gut. Lara Gurke, danke für 99 Cent. Vielen lieben Dank. Roman, wann gehst du wieder live? Miri, hör zu, Miri. Das Ding ist so, dass ich gerade versuche, jeden Dienstag live zu kommen, okay? Ich versuche immer dienstags zu livestreamen. Das heißt, immer wenn Dienstag ist, bedeutet das Livestream-Tag für mich, immer um 13 Uhr. Ich muss sagen, mir gefällt das, weil ich dann mit der Community mehr interagieren kann, mehr mit euch reden kann. Und das macht mit Wobblies Live sehr viel Spaß. Wir müssen uns auch jetzt noch ein Spiel aussuchen für nächstes Mal, weil in Wobblies Live haben wir jetzt alles, okay? Wir haben alles geschafft. Und dementsprechend, Leute, wir brauchen ein neues Game. Roman, hast du einen TikTok-Account? Wenn ja, wie heißt du auf TikTok? Ich habe einen TikTok mal gemacht gehabt auf der TikTok-Account. Den habe ich mir mit Lars geteilt, warum auch immer wir das gemacht haben. Aber auf jeden Fall heißt der Larso oder Arazul und Larso oder irgendwie sowas. Und da habe ich einen TikTok drauf gehabt. Ja, das hat sogar, glaube ich, 4 Millionen Views gehabt. Voll abgefahren. Ist, glaube ich, sogar unten verlinkt bei den Videos bei mir. Also bei den normalen Videos. Roman, wie alt bist du? Ich bin 23 und werde 24. Im September. Der 13. September ist mein Geburtstag. Könnt ihr euch merken, Leute. An meinem Geburtstag dieses Jahr plane ich auch was Riesengroßes. Deswegen bleibt dran, Leute. Kannst du mich bitte grüßen? Klar, Jette. Jette mag dich. Natürlich. Kein Problem. Sehr gerne. Super Smash Simulator, please, wieder. Super Smash Simulator ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, ne? Vielleicht machen wir das sogar mal wieder. Ich glaube, wir können das sogar mal machen, okay? Ich habe morgen Aufnahme mit Lars. Und vielleicht frage ich ihn mal, ob er Bock hat auf Super Smash Simulator. Aber kommt drauf an, ob auch Lars Bock hat. Ne? Ich möchte ihn ja nicht dazu zwingen, das mit mir zu spielen. Kannst du mal auf meinen Fan-Account reagieren? Laura Gurke, ich gucke bei Instagram schon manchmal auf die Fan-Accounts. Aber ich kann nicht jeden liken. Aber ich schaue schon gerne rein. Also das heißt, wenn ihr das macht, ich schaue mir das echt gerne an. Ich sehe das. Keine Angst. Wünsche, ob ich Wünsche habe oder ob du Wünsche hast. Ich habe eigentlich nur den Wunsch, gerade gesund zu bleiben und dass man endlich wieder normal rausgehen kann. Das ist mein Wunsch ein bisschen, muss ich sagen. Ich würde gerne auch wieder, also zum Beispiel das Musikvideo, was wir jetzt drehen, da würde ich mir wünschen, das eigentlich im Ausland zu drehen. Also wir drehen es wahrscheinlich in Deutschland einfach, aber ist auch cool. So, vielleicht drehen wir es im Schwarzwald oder sonst irgendwo. I don't know. Muss man mal gucken. Roman, wie heißt dein Monitor? Arizu-Fan. Warte mal, ich kann mal etwas raussenden, ne? Und zwar... mein Amazon-Shop. Schaut euch das mal an. Ich poste euch das mal in den Chat rein. Der heißt Amazon Arizu-Shop. Können wir mal gleich reingucken. Ich schau nur kurz, dass man da nichts Falsches sieht. Genau, warte mal, ich schau mal kurz. Ja doch, ist safe. Wir können uns das mal gleich gemeinsam ansehen, Leute. Also es gibt einfach den Shop amazon.de/shop und Arizul. So sieht das Ganze dann aus. Ich guck mal, ob ich das für euch eine gescheite Größe hinbekomme, damit wir da gemeinsam drauf gucken können. Also auf jeden Fall, das ist mein Amazon Arizu Store. Den habe ich deswegen angelegt, damit ihr da gemeinsam drauf gucken könnt. Da habe ich sozusagen ein paar Sachen verlinkt. Das sind meine Bücher beispielsweise unten links, ne? Meine Bücher sind da verlinkt, meine Wandlampen. Und dann ist da auch mein Equipment. Und das Equipment, da ist alles beschrieben. Meine Apple Watch, mein iPad, alles, was ich zum Arbeiten benötige. Die Kamera, die mich gerade filmt, die Lichter, die ich habe, die Kopfhörer, die ich trage, der Arm, der für mein Mikrofon da ist. Mein Mikrofon ist aber nicht genau das gleiche, habe ich auch dazu geschrieben. Mein Kompressor, der Digitalisierer des Tons, die Kamera, die ich verwende, das Stream Deck, der Cam Link, mein Bildschirm, meine Soundboxen, meine Tastatur und meine Maus, okay? Ich habe da alles verlinkt, da könnt ihr nachsehen unter dem Arizu Store sozusagen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ne? Habe ich alles verlinkt und ist unter dem Link hier erreichbar, den ihr da seht. Ne? Das ist hier dieser Amazon-Link. Dementsprechend macht euch da keine Sorgen so. Roman, ich hab 9 Tage nach dir Geburtstag. Ja, das ist cool, weil die September, ich glaube, dann bist du auch als Sternzeichen, glaube ich, Jungfrau, soweit ich weiß, oder? Die Wandlampen geht mit Batterien. Ja, die Wandlampen sind mit Batterien. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Wandlampe gerade hier? Warte mal, ich kann euch sogar gleich was zeigen. Eine Sekunde kurz. Eine Sekunde gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Also im Prinzip sind die Wandlampen, ich habe jetzt hier beispielsweise mal eine Wandlampe geschickt bekommen, das ist jetzt mit Dr. Auge und das ist bei euch leider jetzt spiegelverkehrt, aber keine Sorge, da steht jetzt zum Beispiel Roman dran. Das ist jetzt zum Beispiel die Dr. Auge Wandlampe, die wird bald irgendwann kommen und das ist hinten halt einfach nur Holz und dann gibt es die LED-Version davon, dass da halt hinten dann LEDs dran geklebt sind und dann ist da in der Mitte sozusagen noch so eine Halterung, dass man es dran beppen kann und da ist dann noch so eine Batteriehalterung auf Amazon, die kann man sich auch holen, die Wandlampen. Sind eigentlich ganz cool, die Firma, die das mit mir zusammen macht, die sind auch cool und die machen das schon sehr ordentlich. Also man sieht sozusagen, das ist Holz. Aber es ist halt eben so geprintetes Holz und es ist halt ein Naturprodukt. Das ist ganz cool so. Und für jede einzelne Lampe, die gekauft wird, wird ein neuer Baum gespendet. Das fand ich auch cool. Deswegen, es wird ein neuer Baum, ich glaube in Madagaskar oder sowas, wird da, glaube ich, ein Baum nochmal neu gespendet. Steht aber auf Amazon dran, wenn man sich das anguckt bei den Wandlampen. Was ich auch cool finde, die verkaufen auch so Minecraft-Schilder. Dieses Minecraft-Schild, was wir bei uns in den Tischvideos hinten haben, kann ich auch mal kurz zeigen. Und zwar hier diese Wandlampen. Das ist hier dieses Minecraft-Schild. Das ist auch cool. Das ist so irgendwie voll witzig. Da kannst du draufschreiben, was du willst. Ich habe da halt Lars stinkt draufgeschrieben. Und dann habe ich das bei den Tischvideos hinten dran gestellt. Schon witzig. Oh, jetzt bin ich ins Spiel reingegangen. So, Pilmini, danke für 99 Cent. Vielen lieben Dank. Und Idolun und Drachenfreund15, vielen lieben Dank für eure Abonnements. Und ja, ich habe immer noch das Hashtag Gurke-Shirt, so nice die alte Zeit. Ja, ich kann euch auch sagen, bei shop.arizo.de wird es Osterartikel geben. Die sind noch auf dem Weg, aber es gibt ein paar Specials, okay? Leute, es gibt Oster-Specials und es gibt natürlich T-Shirts. T-Shirts wird es wieder geben, aber diesmal in bunten Farben wieder und mit coolen Prints, die neu aufgemacht wurden so. Also das heißt, der Arizo Shop bekommt jetzt ebenfalls T-Shirts und nochmal ein paar Goodies extra. Das heißt also, da müsst ihr euch keine Sorge machen. Ich habe nachgefragt, wann es ankommt. Es steht noch kein fester Termin da, aber auf jeden Fall in den kommenden Tagen wird es da etwas geben. Deswegen abonniert auf jeden Fall den Shop-Newsletter. Da könnt ihr dann auf jeden Fall als Erste die Informationen bekommen, sogar bevor ich es hier auf dem YouTube-Channel sage. Weil das Ding ist, der gesamte Arizo Shop ist restlos fast ausverkauft. Auch die Professor-Nasen fast alle weg. Das ist unglaublich. Also es ist wirklich einfach alles weg. Wir sind nicht in der Lage, so schnell wieder neue Sachen zu bestellen, so schnell wie die weggehen. Also es ist wirklich alles weg. Und das ist schon echt heftig. Und wir bemühen uns daran, alles so gut wie möglich von der Qualität her zu machen. Und wir lassen uns auch immer Zeit und lassen uns nicht hetzen, damit das sozusagen stimmt. Weil wir möchten keine Probleme mehr haben, weil es, wenn man sich zu schnell beeilt, dann passieren Probleme und das ist auch der Grund, warum wir jetzt einen eigenen Shop gemacht haben und alles komplett selber machen und das sind alles Leute, die wirklich bei Arizo Studios arbeiten, die das machen, deswegen es ist jetzt nichts mehr bei fremden Leuten sozusagen im Verkauf, sondern das ist alles bei uns in der Firma sozusagen und das ist schon viel wichtiger. Wann hast du nochmal Geburtstag? Kilian, am 13. September. Gibt es Wobblies Live auch fürs Tablet? Fragt Prinzessin Lara. Yoshi, danke übrigens dir für dein Mitglied. Vielen lieben Dank. Wobblies Live kommt bestimmt noch aufs Handy raus. Bin ich mir ganz sicher. Ich habe den Spieleentwickler unbedingt gefragt, dass er das machen soll. Weil es für den bestimmt richtig gut wäre, das zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Roman, das mit Nobby tut mir leid. Ja, Frankie, so ist es halt manchmal. Manchmal sterben Haustiere halt einfach. Und ich habe mich auch echt extrem angestrengt, dass es Nobby gut geht. Aber manchmal ist es halt einfach so. Und da kann man halt einfach nichts dagegen tun. Irgendwie hat irgendwer immer seine Zeit so, die irgendwann kommt. Deswegen, es ist so, wie es ist. So. Roman, eine Frage. Kennst du das Spiel Osu? Wenn ja, hast du das mal gezockt? Und by the way, ich habe noch dein Icon in League of Legends. Das ist ja mega. Dieses Icon in League of Legends, Drachenfreund, wenn du das hast, das ist heftig, Mann. Weil das ist richtig, das ist eins der seltensten Profilbilder, die es überhaupt nur gibt in League of Legends. Also das ist abgefahren. Das hat wirklich fast gar niemand. Deswegen, das ist schon echt besonders. Das ist echt cool. Ich habe 3 Tage davor Geburtstag. Ach, du hast dann am 10. September Geburtstag. Okay. Mach mal wieder einen Prank bei MixelPixel, hat ABC oben noch geschrieben. Ja, das kann ich theoretischerweise auch machen, aber ich
der Mixel-Pixel-Admin, sage ich euch jetzt mal ganz im Ernst, der Mixel-Pixel-Admin hat mir einfach gesagt, dass die gerade, wenn ich ein Video mache, bekommen die zu viele Spieler und dann ist der Server überlastet. Deswegen muss ich warten. Und ich warte jetzt so lange, bis der sagt, die Server sind okay. Deswegen, bis dahin wird es, glaube ich, noch keine Troll-Videos geben. Aber ich versuche ihn auf jeden Fall zu überreden, dass wenn die neue Version von Minecraft rauskommt, dass ich dann wieder Videos darauf machen kann. Ich hatte am 13. März Geburtstag. Hey, cool. Freut mich wirklich. Das sieht wirklich gut aus. Ja. Kennst du Ratchet & Clank? Ja, kenne ich auch. Das ist auch ein cooles Spiel. Ich habe das damals mal auf der PSP gespielt gehabt. Und dementsprechend war eine ganz coole Sache. Mert123 und Minecraft Profi, vielen lieben Dank, dass ihr Mitglieder geworden seid. Roman, ist Lars dein bester Freund und hast du noch andere Freunde? Fragt Sim2603. Ja, also Lars kenne ich seit über 10 Jahren jetzt schon und ich war mit Lars schon überall, ich habe mit Lars schon alles gemacht und Lars ist eigentlich schon einer meiner größten Freunde, die ich habe. Also er ist groß und er ist auch einer der längsten Freunde, die ich habe und ich kenne Lars wirklich am allerbesten so wirklich, weil ich schon mit Lars überall war. Ich habe mit dem gereist, ich habe mit dem schon Musikvideos gedreht, ich habe mit Lars gearbeitet, ich bin mit Lars befreundet, ich kenne Lars schon Ewigkeiten. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mit Lars sehr gut befreundet, aber ich habe natürlich auch noch meine eigenen Freunde, die so privat sind, mit denen ich mit YouTube nichts zu tun habe und das finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Also es ist für mich extrem wichtig, dass ich auch Freunde habe außerhalb von YouTube, weil wenn man nämlich immer YouTube als Thema hat, ist es auch irgendwann langweilig, wisst ihr, wie ich meine? Manchmal braucht man auch Abstand von allem so ein bisschen. Theodor Schmidt, danke dir fürs Mitglied und XX. FNAF Gamer, Five Nights at Freddy's Gamer wahrscheinlich. Danke dir für 2 Euro und natürlich Grüße gehen raus. Du Glücklicher. Ja, ich habe mich angestrengt gehabt. Und ja, was ist eigentlich mit Rotpilz? Mit Rotpilz habe ich immer noch sehr guten Kontakt und ich habe ihn eingeladen auf meinen Videodreh vom neuen Musik. Video, was wir drehen werden. Also diese Woche nehmen wir den neuen Musiktrack auf und Rotpilz habe ich auch angeschrieben gehabt, dass der auf jeden Fall auch vorbeikommt und ein bisschen Kameraführung mit uns gemeinsam auch wieder macht, weil dem hat das letzte Mal nämlich sehr viel Spaß gemacht, uns auch und ich würde ihn gerne wieder einladen und der besucht uns dann einfach hier und wir drehen dann mit ihm zusammen das Video. Ich bin immer noch sehr gut mit ihm befreundet. Deswegen, ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. Kann man dir Donation mit Videos schicken und machst du eine Reaktion auf das Video dann? Also, eigentlich nicht. Eigentlich machen wir hier keine Reaktion. Das Problem ist bei YouTube, man muss alles immer doppelt und dreifach kontrollieren, weil wenn nämlich ein Video irgendwie gesichert ist oder irgendwie von irgendeinem Rechteinhaber irgendwie geclaimed ist oder sowas, dann kann unser Livestream direkt offline genommen werden, wenn wir irgendeinen Urheberrechtsverstoß haben. Und das ist blöd, das Risiko will ich nicht eingehen, deswegen spiele ich lieber einfach nur Spiele und rede mit der Community. Das ist ein bisschen cooler. Was mit Fisch, Ollum? Ich glaube, der spielt gerade eine dicke Runde Roblox, soweit ich weiß. Aber das ist eigentlich ganz cool. Mit Fisch, Ollum habe ich ein bisschen per Discord immer geschrieben, das war so witzig. So, wie groß bist du eigentlich? Du siehst immer so klein neben Lars aus. Ich bin 1,79 Meter groß. Also, ich sag immer 1,80. Ich bin 1,80 groß, aber in echt bin ich 1,79. Deswegen, ja. Hast du meinen Euro bekommen? Ich denke schon. Danke dir, Random. Vielen lieben Dank für den Euro. Da ist er. Da ist er. Der Euro. Okay. Aber meine werten Damen und Herren, für heute reicht's. Das waren 1,5 Stunden Livestream, 90 Minuten pure Unterhaltung. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute da wart. Ich guck mal, ob ich noch einen passenden Emoji. Den müssen wir noch einfügen. Ich habe es wieder vergessen. Aber ich kümmere mich drum. Natürlich kümmere ich mich drum. Leute, ich wünsche euch allen einen wunderbaren Dienstag. Bleibt gesund. Geht in die Schule. Macht den Kram, den ihr zu tun habt. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns. Dienstag ist der Tag, wo wir livestreamen. Nächster Dienstag wieder Livestream. Falls das sein sollte, gebe ich aber noch ein Feedback ab. Aber es sollte auf jeden Fall klappen. Jeden Dienstag. Was war mit deinen Haaren? Meine Haare, die sind jetzt wieder curly. Gut, Leute. Wir sehen uns. Ich bedanke mich für euch. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Passt auf euch auf. Und Tschüssikowski. Ciao.